Verklärer und Verklärer. Ich habe vom brodelnden Meer gehört, aber es mit eigenen Augen zu sehen, ist umwerfend. Ja, so wie du. Oh, Vorsicht! Ein Mensch wie du ist mir noch nie begegnet, Alice. Und mir noch kein Flaschengeist wie du. Wobei du der Erste bist, den ich kennenlerne. Also gut. Oh, vergib mir, das ist so ungewohnt. Ich habe immer nur Wünsche erfüllt, nie selbst welche ausgesprochen. Welche ausgesprochen? Was? Ich war 100 Jahre lang in einer Flasche gefangen. Dazu verdammt, die belanglosen Träume der Menschen zu erfüllen. Und ich selbst hatte immerzu nur einen Wunsch. Kein Gefangener mehr zu sein. Aber jetzt habe ich noch einen. Oh, warte, ich glaube, in deiner Welt geht man dabei runter auf die Knie. Ja. Was? Ja, ja, ich will. Ich habe doch eine Rede vorbereitet. Sie ist sehr charmant und wortgewandt. Unsere Herzen sind verbunden. Wenn du in meiner Nähe bist, werde ich es wissen. Genau wie du. Alice, lauf! Als dein Vater dich fand, warst du verzweifelt. Du sagtest, die Liebe deines Lebens sei tot. Ermordet Nein, von... Das habe ich so nicht gesagt. Alice, du warst ein vernachlässigtes Kind, das geliebt werden wollte. In deinem Kopf entstand dieses Fantasieland voller Geschöpfe, die dich so verwandelten, wie du gern gewesen wärst. Groß, mutig, wunderhübsch. Sowas haben schon viele Kinder vor dir getan. Allerdings bist du das Erste, das als Erwachsene immer noch daran glaubt. Nein. Ich glaube jetzt nicht mehr daran. Wir wissen, dass du lügst. Du rufst im Schlaf immer noch seinen Namen. Was? Während du schläfst, es ist jede Nacht dasselbe. Du rufst verzweifelt nach Cyrus. Entschuldigt, dass ich euch stören muss. Ich muss ihn mir ausleihen.